Oh. Ja, Tanz. Wer ernährt sich meiner Fontäne? Ich spüre eine ruhelose Energie tief in dir. Kanalisiere deine Leidenschaft und erlaube es der Magie Form anzunehmen. Yay. Der Meerjungfrauentanz. Das habe ich irgendwie schon erwartet. Ja, ja. Oder Ocean Depth. Tschüss, Genie. 1, 2, 3. Flop, flop, flop. Perfekt. Oh, wie cool, ich kann tauchen. Das ist extrem cool. Ja, da komme ich nicht durch. Das muss ich mir noch merken, dass es im Dungeon einen Raum gibt, wo ich ein Item brauche noch. Ha. Na gut, die 100% werde ich dann komplett los wiederholen. Ich habe echt keinen Nerv darauf, das alles zu suchen. Yes. Au. Na gut. Bin ich jetzt hier zumindest fertig, glaube ich. Ja, kann wieder runtergehen. Au. Okay. Hier brauche ich auch noch einen Schlüssel dann. Dann speichere ich auch mal. Ach, die respawnt zum Glück nicht. Das war nicht auf der rechten Einstellung. Ach so, der Raum. Na gut. Nach links gedreht. Und abgetaucht. Aha, was ich mich auch nicht so zurückverwandeln. Na gut. Eine Wegflächungsspirale. Oh, jetzt will ich. Quatsch. Was ist das denn? Oh Gott, Half a Skull. Was mache ich mit einem halben Skelettkopf? Hä? Ah, Moment, ist der Weg. Ich springe lieber nochmal runter. Wird da draußen mache ich auch nichts mehr, oder? Nee. Vielleicht irgendwas übersehen? Nee.
brauche doch keinen halben Totenkopf, ich brauche einen Schlüssel. Wo kriege ich denn her? Das ist die Frage. Da hat er nicht immer noch irgendeinen Unterbaum mit Wasser. Müssen wir mal umschauen, aber erst speichern. Yay. Warum ist da ein Bild von Dracula? Yep. Ach, jetzt wieder der Raum. Ich glaube, wenn ich den hier aufstelle, komme ich mal zum Wassergebiet. Moment, über der Abgrund. Ne, hier stand der Feuerwasser, oder? So. Genau, hierhin wollte ich. Ah, wie komme ich dort rein, ist die Frage. Achso. Natürlich. Okay. Im Titel ist der Schlüssel? Nee. Die Anzahl für den Schädel. Was mache ich jetzt damit? Object. Oh. Fällt es aber auch keinen Raum ein, wo man das einsetzen könnte. Oder? Ich finde, sollte die Haare unter Wasser bewegen. Das ist cool aus. Okay. So. Screw the platform. I'm a monkey. So. So nochmal Fragezeichen. Ne, da komme ich hier hin. Nee. Ich habe nur die Schätze drin. Ja. Tja, hier ist mein... Was ist denn mal ganz nach oben? Jetzt.
Warum ist hier so eine Brücke, ist die Frage. Keine Ahnung. Ich soll das echt irgendwie ausstellen. Ja, ich möchte ganz speichern. Also muss man sagen, echt ein bisschen schwarz, dass die Musik so loopt. Squish. Ne, den schlingerst du nur die Schlüssel. Hier gab es die Meerjungfrau-Form. Das waren die Kopfüberräume. Nope, das war eine Zeitverschwendung. Kann ich mit dem Shell jetzt die Dracula-Kopftür öffnen? Kannst du suchen. Was zur Hölle war das gerade? Ich weiß es nicht. Tatsache. Wie überaus gemein. Hallo Posttür. Du musst der Genie sein, der nach den magischen Siegel sucht, nicht wahr? Das stimmt! Jetzt hast du zwei und du bist hier für den letzten. Du hast das Geburts ausgetrickst. Du bist sehr, sehr schlau. Ah! Sie wird nie in der Lage sein, die magische Lampe jetzt wieder herzustellen. Du bist ein Held. Doch, wir werden dir danken. Willst du mich verarschen? Wenn du was zu sagen hast, dann sagst du einfach. Aber dein Onkel, er behält ein Geheimnis vor dir. Was weißt du darüber? Was macht diese Lampe überhaupt? Fritzel! Informationen sogar verwöhnt einfach weggegeben. Aber wenn du es schaffst, deinen Onkel zu zerstören, dann bist du es würdig, die wahre Macht der Lampe zu kennen. Du siehst vielleicht aus wie er, aber du bist nicht mein Onkel! Gib dein Bestes! Was? Dann, die Explosions!
Okay. Sieht jetzt, dass man ihn einfach stunnen kann, wenn man schnell genug ist. Ja. Okay. Aha. Man muss quasi ihn treffen, bevor er das zusammengemischt hat. Ich verstehe. Verdammt. So. Das ist nicht besonders schwer bisher. Ich hoffe mal, er hat eine zweite Phase, sonst bin ich enttäuscht. Oh! Das war neu. Ich nehme so schön davon ab, wo man steht, was er macht. Okay. Oh, er wird schneller, habe ich das Gefühl. Sollte ich schneller angreifen? Ich habe doch extra die super Dings dafür gekauft. Huch! Warum hat das nicht wehgetan gerade? Ich hing fest irgendwie. Au. So. Was? Oh, Physik. Das gilt als Speedrun, okay. Das nehme ich mal so hin einfach. Die Musik ist toll. Jetzt, da ich alle drei magischen Siegel habe, erwarte ich eigentlich schon, dass Risky Putz aufbaut und sie mir klaut. Suddenly Risky. Jetzt schnell zur Werkstatt. In Scatter Town. Das war... Das ist cool. Ganz im Ernst, dann kann ich so schon angreifen. Jupp. Kann ich mich ja nicht durchverlassen? Nö. Ah, jetzt haben wir mal so viel zu erkunden wieder. Jetzt sind wir schon unten. Wo? Drei. Okay, das ist eine Menge Wasser. Au. Man hat gerade ein ganzes Schaden gemacht. Wo ist zur Hölle? Alter, wie tief geht das? Achso. Es geht noch tiefer! Hä? Hilfe!
Das stimmt. Ja. Das goldene Babysquid. Golden Baby Wolf Squid. Oh. Und die müssen die Wolf Squid irgendwie wieder einführen. So, drei. Yep. Das sieht so cool aus. Bin gleich darüber. Tatsache. Ja, das bringt irgendwie nichts. Okay. Ich soll den Weg zurück irgendwie wieder finden. Ich muss ausprobieren. Ne, es geht. Macht nichts. Okay. Hier auf der Seite es auch weitergeht. Huh. Auch. Ist noch ein Secret? Tatsache. Das andere Item. Damn it. Aufwärts, 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 aufwärts. Aber die Mechanik gefällt mir auf jeden Fall. Echt schön gemacht. Da werde ich aber auf jeden Fall auch noch mal beim Seaside Resort tauchen. Das ist bestimmt auch noch irgendwas Cooles. So. Platsch. Aha. Auch. Oder auch nicht. Ach doch, hier ist was. Wo ich nicht durchkomme, verdammt. Ne, das war's, okay. Schade. Oh! Hallo Sky und Bolo, was geht? Shanti, da bist du ja. Wir haben überall nach dir gesucht. Was ist denn los? Wo ist Onkel Mimic? Es wird dir nicht gefallen. Wir haben einen Pressebrief in seiner Werkstatt gefunden. Oh nein!
Hier, schau mal. Vielleicht solltest du dich hinsetzen. Ja, nein, bitte lies ihn vor. Es gibt gut sein, dass sie deinen Onkel hat. Und sie wird sein Leben eintauschen für die drei magischen Siegel. Sie versteckt sich im ursprünglichen Ruheort der Lampe. Irgendwo im Osten von hier. Hast du eine Ahnung, wovon sie redet? Aber Onkel, das ist erst meine Schuld. Osten? Das heißt, der ist drüben bei der Privatunterkunft des Bürgermeisters. Sei nicht dämlich. Da wäre in der Nähe vom alten Bootshaus. Genau, das ist doch Westen. Welcher Idiot kennt nicht den Unterschied zwischen Osten und Westen? Genau, hab ich doch gerade gesagt. Bitte streitet euch jetzt nicht. Ich brauche Hilfe, um einen Plan zu bekommen. Ich kann helfen. Hallo Squid Baron. Was? Wer ist das denn? Wie habe ich denn gesprochen? Ich weiß es nicht mehr. Das ist alles falsch. Das Geburts hat den alten Freund nicht entführt. Es war das Zombie-Mädchen. Gotti Tops. Das würde sie doch nie tun. Und außerdem, warum sollte ich dir glauben? Bist du nicht in einer riesigen Level-End-Sequenz explodiert? Hey, beschuldige mich doch nicht dafür, dass ich mich gewehrt habe. Diese Piraten-Lady hat mich und meine Babys bedroht, wenn ich nicht das magische Siegel übergebe. Sie hat die Dinge ganz schön runtergebracht und sind meine Kinder davon gerannt. Ob du mir glaubst oder nicht. Dieser Zombie und der Pirat sind unter einer Decke. Das ist ein Fakt. Das kann ich kaum glauben. Warum willst du hierher kommen? Ja, warum wohl? Um ein Deal zu machen natürlich. Miss Boots. Sehr gut. Wir denken, dass sie unter ihren eine Bedingung gegen dich kämpft. Aber es gibt eine Hintertür zu ihrem Hauptquartier, die dir einen Vorteil bringen könnte. Wenn du mit einverstanden bist, meine drei goldenen Babys zu retten, werde ich dir zeigen, wie man den Eingang in Riskys Geheimbasis öffnet. Nun, so oder so weiß ich, ob ich komme. Was denkt ihr? Wenn Riskys Geheimversteck unter Wasser ist, können meine Vögel leider nichts für dich tun. Ich schätze mal, du wirst dem Typen wohl glauben müssen. Er ist zwar ziemlich doof, aber ich denke, er erzählt die Wahrheit. Okay, du hast einen Deal. Wo fange ich an? Meine Babys verstecken sich offen, wahrscheinlich in Unterwasserhöhlen in der Nähe. Einer von ihnen hat ein Artefakt, das dir helfen wird. Dann schau, mach mir, bring das hinter uns. Und der Lüge braucht mich. Doch zuerst gehe ich speichern.
So, verkauf mir was. Was war's? Flamethrower. Kids love it. Was Blackball. Mega Spikeball, okay. Ganz viele Proteins. Und ganz viele Mana Vialen. So. Enough for everyone! Das wollte ich haben. Und tschö. Hat der Exportland eigentlich endlich noch irgendwas? Nee. Weiß nicht, ob das ein Sidequest ist oder irgendwas, keine Ahnung. Das war das Geistzimmer, das war der Speicherraum, glaube ich. Denn dann würde ich entsprechend mal sagen, ich bin gerade 2.4, das war Let's Play Shantae, Risky's Revenge. Und ja. Ich bin mit toller Musik so. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.